Ja, hallo Leute, ich habe mir die britische Beaufort 40 mm Flak jetzt geholt, ohne den Schild, für die britischen Soldaten hier. Die kommen jetzt wieder in so einem Blister ohne Anleitung. Deswegen würde ich jetzt gerne mal für, ja, die Leute, die sich dafür interessieren, wieder so ein Aufbauvideo machen. Das hier sind alle Teile, die mit dabei kommen. Die Base hier, die ist natürlich viel zu klein, wieder mal. Deswegen habe ich mir hier eine größere selbst gebaut. Hier haben wir jetzt vier Räder dabei. Ich glaube, das hier sind so Gestellteile. Ja, hier sind die vier Füße. Die zwei hier, die sind zum Ausklappen. Dann haben wir hier einmal das drehbare Gestell, das gleich hier in die Mitte kommt. Ich glaube, das hier, das ist die Führung für die Zähne an der Kanone. Ja, hier ist die Kanone selber und ich glaube, das hier sind Visiereinrichtungen. Ja, wie gesagt, vier Mannschaften, eine hat schon Kopf, die drei anderen müssen noch angeklebt werden. Der eine holt Munition, die zwei sind Bediener und der eine ist Beobachter mit dem Fernglas. Ja, dann legen wir los. So, die Teile sind entgratet. Die Base habe ich jetzt braun angemalt, um so Matsch darzustellen. Ich habe schon die ersten Füße hier angeklebt, links und rechts. Diese Füße, die sich seitlich ausklappen lassen. An dem Hauptgestell habe ich jetzt die vier Räder angebracht. Also hier an dem Hauptgestell. 1, 2, 3, 4 sind vier Löcher normalerweise drin. Bei mir waren die sehr schlecht ausgeprägt, gerade hier oben. Da seht ihr, die Räder sind jetzt ein bisschen ja, abstehend, aber lässt sich leider nicht besser machen, da der Guss nicht so gut war. Aber wichtig ist, dass wenn ihr die Protze aufgestellt habt, dass die ja, dass die Räder nach oben zeigen. So, ja, nachdem ihr das gemacht habt, bringt ihr jetzt das Hauptgestell an, hier mit den Fußbetten. Und da kommt dann das Gestell, das Drehgestell für die Kanone drauf. Moment. Ja, so legt ihr das dann ein. Und anschließend kommt dann noch diese Führung. Ich habe jetzt eben übrigens gesehen, das ist nicht die Führung für das Zahnrad, sondern für so einen abstehenden Pin. Ich vermute mal, das ist für irgendeinen mechanisierten Abstand, den er einhalten soll. Also nicht für das Zahnrad. Und das wird dann sozusagen an der Stelle hier so aufgestellt. Jetzt könnt ihr die Hauptkanone anbringen. Ich habe jetzt hier so einen 45-Grad-Winkel gewählt. Anschließend bringt ihr hier an der kurzen Seite dieses Zuggestell an und an der langen Seite bringt ihr das Teil an. Ja, anschließend könnt ihr an der Kanone am Ende des viereckigen Kastens, wo das Rohr anfängt, hier diese Zieleinrichtung anbringen und links und rechts die Bediener natürlich, die kleine Ausnehmungen haben, das heißt, ergibt sich von selbst, ja, wo die dann sitzen werden. Aber ihr müsst dann halt gucken, zum Beispiel der hier hält eine Kurbelstange, dass sie natürlich die Kurbelstange an der richtigen Stelle anschließt. Ja. Im Prinzip will ich euch jetzt nicht vorschreiben, wo ihr die anderen Figuren hinsetzt. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Bauen. Ach so, vielleicht noch ein kleiner Blick in das Armeebuch der Briten. Hier sieht man nochmal eine schöne Abbildung. Und hier sind nochmal die Werte angegeben. Teamwaffe, stationär, Flak und die Punkte. Vier Soldaten, eine schwere Maschinenkanone.